Herzlich willkommen zu einem Video zum rückläufigen Mars. Liebe Leute, das ist eine große Sache, wenn Mars rückläufig wird, denn Mars ist der Planet, der von allen Planeten am seltensten rückläufig wird. Mars wird nur circa alle 2 Jahre für circa 2 Monate rückläufig. Und diese Rückläufigkeitsphase von Mars sticht aus verschiedenen Gründen ganz besonders hervor. Einmal, weil Mars die gesamte Rückläufigkeitsphase hindurch in seinem eigenen Herrscherzeichen, sprich im Widder sein wird, und wir hatten seit Jahrzehnten keine Rückläufigkeitsphase von Mars, in der er sich die ganze Zeit im Widder aufgehalten hat. Wir hatten das letzte Mal eine Rückläufigkeitsphase von Mars ausschließlich im Widder während des Zweiten Weltkrieges, genauer gesagt 1941. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit bei dieser Rückläufigkeitsphase von Mars. Mars wird hier auch mehrfache Spannungsaspekte zu den Big Playern des Zodiacs, zu Jupiter, Pluto und Saturn im Steinbock bilden. Ich habe einen sehr ausführlichen Text vor einigen Wochen zum rückläufigen Mars im Widder auf meinem Blog gepostet. Diejenigen von euch, die ihn noch nicht gelesen haben, sollten ihn sich auf jeden Fall durchlesen, denn in diesem Text beschreibe ich verschiedene Aspekte dieser Rückläufigkeitsphase nochmal wesentlich ausführlicher, als ich sie jetzt hier in diesem Video beschreiben kann. Und außerdem nenne ich dort alle relevanten Daten. Ich werde den Text hier wie immer in der Infobox unterhalb des Videos verlinken. Aber jetzt zum Thema. Mars wird am 10.9. auf 28 Grad wieder rückläufig. Mars wird dann in den kommenden Monaten bzw. ungefähr 2 Monaten hier in die zweite Dekade wieder zurücklaufen und er wird dann am 14.11. auf 15 Grad wieder direktläufig. Mars wird hier während seiner gesamten Rückläufigkeitsphase, die wesentlich länger dauert als die genannte Zeit, denn Mars hat seinen Schatten bereits am 25. Juli 2020 betreten und er wird seinen Schatten erst am 2.1.2021 verlassen. Und während dieser gesamten Zeit wird er hier also die genannten Spannungsaspekte, sprich Quadrate zu Jupiter, zu Pluto und zu Saturn im Steinbock bilden oder hat auch schon einige davon gebildet. Wir haben es hier mythologisch gesehen mit einer sehr interessanten Konstellation zu tun, denn Mars ist mythologisch gesehen der Sohn von Jupiter, der Enkelsohn von Saturn und Pluto ist sein Onkel. Von daher begegnet Mars hier seiner gesamten männlichen Verwandtschaft oder zumindest einem sehr wesentlichen Teil seiner männlichen Verwandtschaft. Und darum geht es auch sehr viel bei dieser Rückläufigkeitsphase von Mars, sprich um unsere Erziehung, um unsere Konditionierung, um unsere Prägungen. Mars ist mythologisch gesehen der Kriegsgott, wie gesagt. Ja, und wir haben interessanterweise bei den alten Griechen Ares, also der griechische Mars, die Originalversion von Mars sozusagen, eine ganz andere Ansicht, eine ganz andere Einstellung dem Kriegsgott gegenüber als bei den alten Römern. Ja, und bei den alten Römern genoss Mars ein sehr hohes Ansehen. Für die Römer war Krieg durchaus etwas Erstrebenswertes und auch der Ausdruck von Aggression war durchaus angebracht und Mars hat bei den Römern nicht nur die Stellung eines Kriegsgottes, sondern auch die eines Agrargottes. Für die alten Griechen war Ares, also wie gesagt der griechische Mars,
eher eine Art notwendiges Übel. Die Griechen wollten sich anscheinend viel mehr den angenehmen Seiten des Lebens widmen, der Philosophie, der Liebe, der Kultur. Und von daher hatte Ares Schrägstrich Mars halt bei den alten Griechen nicht einen so hohen Stellenwert wie bei den alten Römern. Und das ist halt für diese Rückläufigkeitsphase von Mars ganz besonders wichtig, das halt auch in die Jetztzeit zu übertragen, also was das für uns persönlich bedeutet. Denn hier geht es, wie gesagt, sehr viel um gesellschaftliche, kulturelle und auch um individuell familiäre Prägungen, also wie wir persönlich mit den Mars-Energien umgehen, welche Einstellung wir zum Ausdruck von Aggression haben, ja, also zum Umgang halt mit dieser enorm starken, archaischen, animalischen, männlichen Kraft, die Mars im Widder verkörpert. Und von daher ist es für uns alle auf einer kollektiven Ebene, aber natürlich auch für jeden Einzelnen von uns nun sehr wichtig, dass wir uns fragen, wie denn zum Beispiel in unserer Familie mit Aggression umgegangen wurde, mit Wut umgegangen wurde, wie die Ego-Bedürfnisse in unserer Familie ausgedrückt wurden. Ja, denn darum geht es bei Mars. Bei Mars geht es natürlich in der Astrologie nicht nur um Krieg, hier geht es natürlich auch um Kleinkriege, die wir führen können, Nachbarschaftskriege, Scheidungskriege, Rosenkriege und dergleichen. Aber hier geht es generell um eine Ego-Durchsetzung. Hier geht es darum, was wir wollen und wie wir uns das nehmen, was wir wollen. Also welche Handlungen wir unternehmen, um das zu bekommen, was wir wollen. Und da sind wir alle natürlich sehr unterschiedlich geprägt, während es in einigen Kulturen oder auch in einigen Familien hier in unserem Kulturkreis durchaus angebracht ist, sehr offen und direkt zur Sache zu gehen, seine Aggression rauszulassen, ihnen Ausdruck zu verleihen und das sogar als eine Form von Stärke angesehen wird, ist es in anderen Familien eine Art Tabu. Ja? Da ist es sehr verpönt, Aggression offen auszudrücken. Da ist es eher schick oder eher ein Zeichen von Stärke, wenn man sich im Griff hat, wenn man sich im Zaum hält, wenn man sehr selbstbeherrscht ist, wenn man sehr kontrolliert ist. Und um diese beiden Gegensätze geht es hier sehr stark mit diesen Quadraten zwischen Mars im Widder und den Planeten im Steinbock. Denn während der Widder total direkt ist, sagt, was er will, was ihm so durch den Kopf geht, was er nicht will, während Mars im Widder halt sehr instinktiv und auch sehr impulsiv ist, ist halt der Steinbock ein sehr beherrschtes Zeichen, ein sehr kontrolliertes Zeichen und ein Zeichen, das halt auch sehr auf sein Ansehen bedacht ist und das sehr ja, immer darauf achtet auch, was die Konsequenzen der eigenen Handlung oder auch der eigenen Aussagen sind. Ja? Und dementsprechend, dadurch, dass es sich hier halt um starke Spannungsaspekte handelt, wird das für uns nun in diesen Monaten auch ein starkes Thema, ein wichtiges Thema sein. Also in welchen Situationen es durchaus angebracht ist, sehr instinktiv zu reagieren, ganz offen, ganz direkt
ganz geradeaus zu sein und wann es auf der anderen Seite natürlich durchaus wichtig ist, sich zu zügeln, seine Wut, seine Aggression oder auch sein Ego, um was es bei Mars, wie gesagt, auch geht, halt mal zurückzuhalten. Und ich möchte hier ganz klar unterscheiden zwischen Wut, Aggression oder auch Ego unterdrücken oder aber zurückhalten. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja? Was ich damit sagen will, ist, dass Menschen, die ihre Wut unterdrücken, bei denen ist Wut halt mit sehr viel Scham auch behaftet. Ja, oder manche machen das natürlich auch aus taktischen Gründen, aus strategischen Gründen, aber hegen dann insgeheim einen großen Groll. Wenn wir Wut aber bewusst zurückhalten, also aus einem Verantwortungsbewusstsein heraus, ja, oder weil es sich in der jeweiligen Lage, in der jeweiligen Situation einfach, weil es dort nicht angemessen ist, ja, und weil es für alle Beteiligten besser ist, Wut zurückzuhalten, dann geht es hier, zumindest wenn man das bewusst macht, halt darum, dass man wie ein wildes Tier sozusagen seiner Wut hier ein Halsband umlegt, die Wut an die Leine legt und sich dann aber halt sehr bewusst auch mit der eigenen Wut auseinandersetzt. Sie also nicht unterdrückt, verdrängt im Sinne von, oh, das ist was Böses, das ist was Schlechtes, ich muss mich dafür schämen, ja? Sondern dass man Wut auch respektiert, denn was Wut in erster Linie will, ist Respekt. Wie jedes Gefühl respektiert werden will, wie jedes Gefühl Anerkennung will, will Wut halt auch gehört werden, wahrgenommen werden, gefühlt werden, gesehen werden. Ja? Und wenn wir halt unsere Wut in bestimmten Situationen halt bewusst zurückhalten, weil wir uns vielleicht erstmal Gedanken machen wollen, und ich unterscheide hier auch immer sehr stark, das ist meine persönliche Definition, zwischen reiner Wut und dreckiger, schmutziger Wut, denn reine Wut ist für mich, wenn man halt sich in einer Situation wirklich verletzt fühlt, wenn man in der Situation ein klares Unrecht erfährt, und dann ist es durchaus berechtigt. Wir kennen es aus der Bibel, den heiligen Zorn, ja, den gerechten Zorn, dann ist es durchaus sinnvoll und berechtigt, seine Wut hier ganz klar, offen und direkt auszudrücken. Und was ich als schmutzige oder dreckige Wut bezeichne, ist, wenn wir halt ewig unsere Wut in uns reinfressen und immer so tun, als wenn nichts ist, und selbst wenn wir darauf angesprochen werden, nein, nein, alles okay, und dann irgendwann explodieren wir und dann kommt alles raus von 1992, von 2005, von Anfang 2020, ja, und dann kommen auch noch viele Dinge mit ins Spiel, die gar nichts mit der direkten Situation, mit der betreffenden Person zu tun haben, und das bezeichne ich persönlich dann simpel ausgedrückt als schmutzige Wut, als dreckige Wut. Und andere, auch wenn sie das vielleicht nicht bewusst so formulieren können, aber andere spüren sehr wohl, ob das eine reine Wut ist, ob das eine saubere Wut ist, also sprich, ob die Wut angemessen ist, ob die situationsgerecht ist, oder aber ob man da seine ganzen alten Kamellen mit rausholt und das dann alles in der jeweiligen Situation über die betreffende Person ergießt, ja. Und viele Probleme im zwischenmenschlichen Bereich entstehen genau dadurch, dass wir dann halt, meinetwegen, wir hatten Stress auf der Arbeit, dann haben wir uns noch über den Straßenverkehr geärgert, dann sind wir irgendwie einem unfreundlichen Verkäufer begegnet, dann kommen wir abends nach Hause und beim kleinsten Anlass lassen wir das dann alles an jemanden ab, der überhaupt
überhaupt nichts mit dieser Geschichte zu tun hat. Oder aber, wie gesagt, wir haben monatelang oder eventuell sogar jahrelang hier immer wieder zurückgehalten, die Dinge nicht klar angesprochen und dann irgendwann explodieren wir und ja, das ist dann wie so ein Abszess, der platzt und alles kippt raus. Ja? Und hier möchte ich auch denjenigen von euch, die sich darin wiedererkennen, hier jetzt kein Schamgefühl einreden, denn wie gesagt, das ist halt mit sehr starken persönlichen Konditionierungen, mit sehr starken persönlichen Prägungen verbunden, wie wir persönlich mit Wut umgehen. Nichtsdestotrotz, diejenigen, die sich darin wiedererkennen, sollten diese Rückläufigkeitsphase von Mars nun nutzen, um halt zu einem konstruktiveren Umgang mit Aggressionen zu finden, um halt wirklich zu schauen, ey, wofür bin ich selbst verantwortlich? Wo muss ich mich selbst drum kümmern? Und was hat wirklich mit meiner Kollegin, über die ich mich immer wieder aufrege, mit meinem Chef oder Chefin, mit meinem Partner oder Partnerin, mit meinen Kindern zu tun? Ja? Und genau darin möchte uns eine jede Rückläufigkeitsphase von Mars unterstützen, dass wir halt eine gesunde Streitkultur entwickeln, dass wir zu einem gesünderen Umgang und zu einem konstruktiveren Ausdruck von Aggression finden. Ja? Denn Mars im Widder symbolisiert, wie gesagt, eine sehr archaische, eine sehr animalische Kraft. Und wir Menschen vergessen allzu oft, dass wir natürlich Tiere sind, obwohl das ein biologischer Fakt ist, dass der Mensch ein Säugetier ist, vergessen wir das allzu oft. Ja? Und dementsprechend geht es halt im Laufe der Evolution alle 2 Jahre mit den Rückläufigkeitsphasen von Mars darum, dass wir halt im Laufe der Evolution oder auch in der kleinen Evolution, sprich im individuellen Leben, im Laufe unseres Lebens, halt lernen, immer ja, humaner zu werden, das innere Tier immer mehr zu integrieren, immer besser kennenzulernen, es immer mehr anzunehmen, aber natürlich auch die menschliche, die humane Seite, die vergeistigte Seite, die feine, kultivierte Seite im Menschen halt hervorzuheben und dieses innere Tier halt sozusagen liebevoll einzubinden in den Menschen, der wir sein wollen. Ja? Bei Mars, wie ich zwischendurch schon angedeutet habe, geht es astrologisch gesehen aber halt nicht nur um Aggression, Wut oder wie in der Mythologie um Krieg, sondern hier geht es auch schlichtweg darum, was wir wollen, wie ich anfangs schon sagte, und wie wir halt unsere Ego-Bedürfnisse befriedigen, wie wir bekommen, was wir wollen. Und um zu bekommen, was wir wollen, müssen wir natürlich erstmal sehr klar wissen, was wir wollen. Ja? Und auch wenn sich das so einfach anhört, ist es für viele von uns nicht unbedingt selbstverständlich, immer genau zu wissen, was wir wollen. Denn auch das hängt sehr viel mit unserer Erziehung zusammen oder damit halt, wie viel Bewusstseinsarbeit wir im Laufe unseres Lebens schon geleistet haben. Bewusstwerdungsarbeit, sollte ich hier lieber sagen. Also sprich, wenn wir in unserer Kindheit halt immer wieder erlebt haben, dass wir in unseren Ego-Bedürfnissen gebremst wurden, dass uns immer wieder suggeriert wurden, dass wir nicht bekommen, was wir wollen, ja, dann kann es ja durchaus sein, dass wir als Erwachsene uns so weit von dieser Mars-Energie gelöst haben, dass wir halt gar nicht wirklich wissen, was wir wollen, ja, und dann halt oft sehr
unentschieden sind, dann oft zwischen den Stühlen hängen, uns dann oft beeinflussen lassen von anderen, deren Willen denn sehr klar ausgerichtet ist, und dementsprechend diejenigen von euch, die sich darin wiedererkennen, die halt derzeit das Gefühl haben, ob nun in einer beruflichen Situation, in einer familiären Situation, in einer partnerschaftlichen Situation, sie hängen so zwischen den Stühlen, sie sind sehr unentschieden, sehr hin und her gerissen. Die sollten diese Rückläufigkeitsphase von Mars vor allem halt auch dafür nutzen, überhaupt erstmal zu wissen, was sie wollen. Ja? Denn wenn wir wissen, was wir wollen, und wenn wir das auch sehr klar und deutlich formulieren können, hat das als solches schon eine sehr, sehr große Kraft. Also das ist wirklich schon die halbe Miete. Wenn wir wissen, was wir wollen, dann geht es natürlich darum, dass wir uns überlegen, welche Schritte wir unternehmen müssen, um zu bekommen, was wir wollen. Und je nachdem, um was es sich hier handelt, also wenn es nur uns alleine betrifft, dann ist das natürlich in der Regel wesentlich einfacher zu bekommen, was wir wollen. Wenn hier aber mehrere Menschen mit eingebunden sind, dann ist das natürlich alles etwas komplexer, denn andere haben ja logischerweise auch wieder ihren Willen, und das heißt ja nicht immer, dass das, was andere wollen, unbedingt mit dem übereinstimmt, was wir wollen. Ja? Und von daher geht es dann natürlich auch darum, sich mit anderen zu einigen, und hier halt auch dann zu schauen, wo es wichtig ist, Kompromisse einzugehen, wo es wichtig ist, dass man sich halt auch auf andere einstellen kann, dass man sich an andere anpassen kann, und wo es auf der anderen Seite aber auch wichtig ist, dass man bei sich bleibt und dass man wirklich für das einsteht, was man will. Ja? Liebe Leute, ihr seht, das ist ein sehr umfangreiches Thema. Wie gesagt, ich möchte die Videos hier immer nicht allzu lange machen. Von daher besucht gerne meinen Blog und lest euch meinen ausführlichen Text zur Rückläufigkeitsphase von Mars im Widder durch. Wie immer könnt ihr euch natürlich sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen via Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also sprich eine Prognose. Ich erstelle auch Aufnahmen auf Anfragen zu ganz speziellen, auch sehr ungewöhnlichen astrologischen Themen, die sich gerade auch für diejenigen von euch eignen, die sich selbst schon mit der Astrologie beschäftigen, also zum Beispiel zu ungewöhnlichen Asteroiden und dergleichen. Schaut euch gerne auf meiner Website um, dort könnt ihr euch ausführlich über meine Arbeit informieren. Ihr könnt gerne, wie gesagt, immer wieder auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich mich dann zwischendurch auch immer wieder in schriftlicher Form melde. Und wie immer freue ich mich auch selber über Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Uns allen wünsche ich eine erfolgreiche Rückläufigkeitsphase von Mars, die hoffentlich auch viel zur kollektiven und auch zur individuellen Bewusstwerdung beiträgt. Alles Gute, bis bald, ciao!